Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Adventskalender. Wieder dabei der Grissel, das sollte eigentlich mittlerweile gewohnt sein. Sag mal hallo. Hallo. Gut, auf, komm, wir gehen. Zum fünften Türchen. Ja, stimmt, das fünfte Türchen, das. Tür das, zu machen, Tür zu. Nicht das fünfte. Ja, ich wollte ja warten, bis du hinten dran kommst. Also hier auf Tempo, sputen. Vier. Ich freue mich echt schon auf die 24. Fünf. So. Schild ist weg. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es lang geht. Egal, ich kann auf den Knopf drücken und Action. Es hat funktioniert. Und es ist, wie erwartet, oder wie wir es jeweils gewusst haben, Marktstände. Magic, wow. Und wie beim Wagen-Tutorial werden wir uns jetzt wieder trennen müssen. Ja, du machst deinen großen und ich meine beiden kleinen und dann sehen wir uns gleich. Tschüss. So Leute, da sind wir gleich. Wir gehen hier an die Kiste, schnappen uns ein bisschen Kram. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Und anfangen tut ihr eigentlich erstmal gucken, dass wir genug Abstand überall haben. Wir fangen erstmal an, indem wir hier und dann hier, haben wir hier genau, wie viele Blöcke sind das? Ich glaube fünf, ja, fünf genau. Fünf Blöcke Abstand, 1, 2, 3, 4, 5, ist ein relativ großer Marktstand sogar. Fünf Blöcke setzt ihr hier eure, ja, passt ihr das Eichenholzblöcke hin. Danach platziert ihr oben drauf hier die eure Bruchsteinmauern. Und hier jeweils an den Randen zwei Bruchsteinmauern, dass es so einen kleinen Ausleger gibt, das Ganze. Nicht. Also, ach, das sind nur noch Unverschämtheit hier, das sind sogar nur vier Blöcke hier, das hätten wir eigentlich aufhören müssen. Okay, hoffentlich kommt es das Zelt, damit werden wir hier ein bisschen wegmachen müssen, das kommt uns nämlich dann in die Quere. Egal. Gut, dann, Entschuldigung, tut mir leid. Das Ganze also so. Ja. Auf den ganzen setzt ihr auf jeden Fall erstmal hier jeweils nur einen Zaun drauf. Hier dann immer zwei Zäune. Ja, eigentlich erstmal ganz simpel hier über die Stützen machen. So, als nächstes kommt dann hier die Mitte auch noch. Huch, ich sollte das aber nicht. Auf jeden Fall kommt dann erstmal hier die Mitte. Das müsste dann genau hier eigentlich sein. Was baue ich denn hier für ein Mist? Also Leute, was ist denn heute mit mir los? Hier drüben auf jeden Fall das andere hin. Hier auf jeden Fall noch eins hin. Und ich bin blöd. Ich bin richtig blöd hier gerade. Ich verbaue mich gerade richtig übelst. Okay, mache ich es jetzt mal richtig. So habe ich euch jetzt gezeigt, wie es nicht geht. Das heißt, das Ganze wird so gebaut. Entschuldigung. Wie gesagt, ich entschuldige mich vielmals. Das war jetzt ein blöder Baufehler von mir. Deswegen sage ich immer erst Tutorial angucken, danach nachbauen. Weil es immer so eine Sache ist, man kann sich halt mal verbauen in dem Video. Jetzt sollte eigentlich alles stimmen, ich guck mal kurz nach. Ja, jetzt stimmt eigentlich alles, auf jeden Fall. So, vielleicht, was ist denn? Ich doch, Mobbing hier. Ah, okay, die hier noch rein, okay. Okay, gut, jetzt aber mal hier sputen. Denn es hat jetzt mich einige Zeit schon gekostet hier, der Aufbau. Ich müsste es eigentlich besser machen, aber hab mir das Ganze jetzt nicht so gut einprägen können, weil ich da ein bisschen, also es ist schon etwas länger her, als ich das Design hier gebaut habe. Deswegen, wie gesagt, entschuldige ich mich da einfach vielmals. Hier in die Mitte dann auch zwei Pfosten um drauf. Danach schnappt ihr euch eure Trichter. Das kann ich euch jetzt schon mal erzählen hier. Die habe ich hier, habe ich doch auch. Ach, die habe ich wahrscheinlich überdeckt hier. Dann setzt ihr überall erstmal einen Trichter drauf. Hier so. Ja, Grissel ist hier schon mit seinem ersten Häuschen fertig. Ist auch wesentlich kleiner. Die Lampen werden wir auch mal hier entfernen, mal kurz. Ja, hier oben drauf einfach die Trichter setzen, immer so, dass die halt gerade da stehen. Als nächstes müssten wir eigentlich nicht mehr viel machen. Wir müssten eigentlich nur, Grissel sucht bestimmt gerade einen Platz, wo er hinbauen soll. Ich würde mal sagen, hier. Warum man das versteht. ja. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal hier oben drauf. Das ist ja ein bisschen höher sogar. Fällt mir gerade ein, das hier kommt also weg. Wir haben dann hier, unser Mittelstreifen ist dieser hellgraue Wollstreifen, aber wie ihr seht, ist hier in der Mitte erstmal noch so ein Balken. Das heißt, wir werden erstmal hier von diesem Trichter aus erstmal hier wie so ein Balken langziehen. Der geht hier so lang und geht hier unten einfach geradeaus weiter. Ja, hier ist sogar eine Falltür, das zeige ich euch später in einem anderen Tutorial mal, wie ihr die Falltür dazu hinsetzen könntet. Beziehungsweise ich zeige euch wie eine Art und Weise, wie ihr die hinsetzen könnt, Grissel eine andere. Ja, gut. Dann fehlen uns hier noch die Fichtenholztreppen. Die platziert ihr einfach, waren jetzt unten dran oder innen drin? Ich weiß gerade nämlich gar nicht, ob die unten. Huch, ist gerade geleckt bei mir. So, okay.
innen drin, also. Das heißt, wir nehmen uns einfach hier so Fichtenholzbretter. Das ist einfach so ein Stützbalk, im Endeffekt soll ich sie darstellen. Wer ist das gar nicht, ja? Der liegt hier so drauf. Als nächstes haben wir dann hier, zwei Blöcke müssten das, glaube ich, sein. Zwei Blöcke von dem Dings. Da geht es eins nach oben. Hier eins drüber, einfach so ein Zelt halt. Ne? Ganz simpel gemacht. Hängt da so drüber. Das ist eigentlich der Grundaufbau. Und danach habt ihr eigentlich hier von diesem, links hier so rechts neben dran, habt ihr hier zwei. Ja. Und hier nochmal zwei. Und danach habt ihr hier links und rechts davon eins. Also es wird ein bisschen größer jetzt hier. Und hier oben drauf dann. So. Und hier oben drauf nehmt ihr euch dann wieder euer Tropenholz und platziert es hier. Ja. So, da und da nehmt ihr auch nochmal hin. Und dann natürlich kommt hier einfach dran. Das wird jetzt so hier dran gebaut. Eure Wolle hier wird sogar eine abgefallen vorhin. Eine Wolle. Dann kommt natürlich hier außen das Ganze auch genau das gleiche eigentlich. Im Endeffekt einfach hier drüber. Erstmal hier die Wolle drüber werfen hier. So schwuppdiwupp. Geht ja ganz schnell. Ja. So, jetzt habe ich. Ich habe die ganze jetzt total schlechtes Gewissen, weil ich mich so oft verbaut habe. Ja, es tut mir auf jeden Fall, wie gesagt, schon echt leid jetzt hier. Okay. Danach nimmt ihr einfach hier. Das geht, der kommt dann hier so dran. So. Hier drüben. So. So, so, so. Und hier unten dann einfach so und so. Ja. Das fehlt natürlich vorne auch noch. Das ist ja auch hier genauso gebaut. Gut. Stimmt alles. So, da sind wir mit dem Zelt auch fast fertig. Was jetzt noch fehlt, sind eigentlich hier noch diese drei Pfosten oder natürlich hier und hier noch. Hier, hier, hier natürlich das Ganze auch da und so auch. Ja, da sind wir mit dem Dach eigentlich schon fertig. Ja. Was jetzt noch fehlt, sind hier eure hellgrauen Banner und eure grünen Banner. Die nehmt ihr einfach und platziert die überall jetzt erstmal hier, wo grün ist. Vorteil ist, ich habe das hier extra so gemacht, dass ihr hier die grünen Banner durchziehen könnt. Könnt ihr aber trotzdem hier unten, ja, eure grauen Banner noch langziehen, dadurch, dass das hier eins niedriger ist. Das habe ich mit Absicht so damals so gemacht, weil ich wollte nicht dann auf die grünen Banner verzichten, beziehungsweise hier, das braucht ihr gar nicht. Ja, das platziert wir rundherum, das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen die Abrundung und ja, mehr ist es eigentlich im Endeffekt gar nicht. Ja. Baut jetzt hier noch rum, hier so noch, auch noch zu, hier noch zu, so noch zu. So, dann wäre das jetzt eigentlich hier auch fertig. Ihr seht, das Ganze hier genau gleich. Wie gesagt, Entschuldigung nochmal, dass ich mich verbaut habe. Es tut mir auf jeden Fall ziemlich leid. So, da sind wir dann hier auch wieder. Entschuldigung nochmal bei mir wegen ganzen Verbauen und so. Ja, Christel, dann zeig du mal deine Frames und ja, geh mal hin. Also wir teilen den nächsten Adventskalender-Türchen, Gedöns, also die 6 ein bisschen auf. Wir teilen das diesmal komplett. Und zwar habe ich meinen Spoiler hierhin schon hingesetzt. Ich denke mal, es ist ein bisschen klarer zu sehen. So, jetzt gehen wir mal zu deiner Seite rüber. Yay. Bei mir ist das ein wenig monoton. Also ihr werdet ein paar Bäume fällen. Ja, natürlich. Ich zeige euch, ich mache Tutorial. Let's how to Baum fällen. How to survive die erste Nacht. Hm? Ja, genau. Und hier wird dann die 7 kommen, also nicht zur Verwunderung, ne? Also wir werden es mal ein bisschen teilen und das heißt, das eine Video kommt dann bei ihm, das andere bei mir. Das schaut euch am besten alle beide an, weil ihr uns ja alle beide gern habt. Sind beides komplett verschiedene Sachen. Genau, also wirklich, also eigentlich sind es die gleichen Sachen, nur auf unterschiedliche Art und Weise. Bisschen anders, ja. Doch ein bisschen ganz anders, ja. Gut, genau. Dann bis zum 6. Tschüss. Ich sag tschüss.